Guten Morgen, Freunde des Radlfahrens und alle Genießer. Ich begrüße euch zum nächsten Radeltag. Heute ist Karfreitag. 50 Kilometer nach Dinkelsbühl steht auf dem Programm. Vorbei am Hesselberg. Und wolkenloser Himmel. Ich habe schon am Zeltplatz gefrühstückt, bin ein bisschen spät dran, aber heute ist ja Feiertag und Freitag. Natürlich. Und da habe ich mir ein bisschen Zeit gehen lassen, wegzukommen. Ja, nun bin ich unterwegs. Wie immer ganz alleine. Es ist eben doch noch nicht so die Radl- und Zeltzeit. Aber auch wenn die Nächte ein bisschen kühl sind, so um die 5 Grad im Schlafsack, im Daunenschlafsack, da friert man nicht. Jo, also jetzt auf geht's. Genug der Schmarrerei. Die Strecke ruft. Juhu! Heute herrscht schon mal österliche Ruhe in den Dörfern. Nur der Hahn muss seine Hennen zusammenhalten. Hier am Dennenloher See ist schon eine große Anglergemeinschaft versammelt. Rings um den See herum werden hier Fische aus dem See geholt. Hier ist auch ein kleiner Campingplatz, aber viele der Angler haben ihr Zelt direkt am See stehen. Wir dann und schon den ersten Ausblick auf den Hesselberg, die höchste Erhebung hier in Franken, über 600 Meter hoch. Sieht jetzt von der Perspektive nicht so aus, aber die Zahlen sagen es, die Facts. So, mit dem Verlassen von Dambach, kurz vor Ehingen, wird er schon ein bisschen mächtiger, der Hesselberg. In Wittelshofen nun treffe ich das erste Mal auf die Wörnitz. Ja, und was soll ich sagen?
in der Storchenwiese von Wittelshofen. Halten sich wirklich Störche auf. Sie ist da in den Sumpfwiesen bei Wittelshofen. Dem Tal der Wörnitz folgend nun erreiche ich Dinkelspiel. Der letzte Ort, in dem ich war, war Wilburgstetten. Dort habe ich den Limes-Radweg verlassen. Ja, nun, Dinkelspiel liegt vor mir. Und damit erreiche ich schon heute mein Tagesziel. Das war ein halber Ruhetag. Steigungen waren nicht allzu viele, 330 Meter. Das geht für einen Ruhetag. So, Dinkelspiel kommt. Ja, heute wird es ein kurzes Fazit des Tages. Ich bin in Gunzenhausen weggefahren nach dem Frühstück. Also ich habe am Zeltplatz gefrühstückt und bin dann relativ gemütlich weitergefahren. Die Gegend zwischen Gunzenhausen und Dinkelspiel, die ist relativ eben. Sicher im Bereich des Hesselbergs gibt es ein paar Steigungen, aber das ist im Vergleich zu dem ersten Limes-Dach ein Klacks. Und so habe ich heute wirklich einen sonnigen, fast Ruhetag gehabt, Radlruhetag. Wunderbar, habe es genossen, die Fahrt am Dennenloher See habe ich eine längere Pause gemacht, weil es so eine schöne Atmosphäre dort war mit den vielen Anglern. Ja, und dann war ich schon 13.30 Uhr in Dinkelspiel. Dort habe ich mir dann einen Karpfen gegönnt. Heute ist ja Karfreitag, da isst man kein Fleisch unter Christen. Genau, und einen Karpfen gegessen und dann bin ich noch weitergefahren. Am Rodenburger Tor gibt es dann noch eine schöne Kneipe. Da gab es einen Kaffee und Kuchen und eine Weinschorle. Also es war heute, ihr seht's. Oder ihr hört es, es war eher ein Genussdach. Genau. Jetzt bin ich am Campingplatz in Dinkelspiel und morgen fahre ich wieder zurück nach Hause und feiere dort das Osterfest an. Ja, also, bisher herrlichstes Radlwetter und ich bin richtig, richtig zufrieden, richtig froh, dass ich das jetzt gemacht habe.
Ja, also das war's. Wir sehen uns morgen vielleicht nochmal, wenn ihr Lust habt. Also, auf geht's. Ich bin auf jeden Fall am Rad. Wenn ihr noch am Bildschirm seid, freut es mich umso mehr. Also, servus, tschüss. Das ist mein Tee für heute Mittag. Guten Morgen, liebe Leute. Heute, letzter Tag. Es gibt Kaffee aus Pulverkaffee aus der Tüte, damit er nicht so heiß ist. Verdünne ich ihn ein bisschen mit kaltem Wasser. Boah, bald, wo ist der Zucker? Wo ist der Zucker? So. Zum Frühstück habe ich jetzt die Auswahl von Fruchtschnitten und ja, Fruchtschnitten oder Brot mit Käse. Also, was würdet ihr wählen? Mein morgendliches Lager ist immer arg chaotisch. Aber ich finde mich zurecht. Und bei einer längeren Reise wird es dann schon geordneter und professioneller. So, ich denke, es gibt erstmal eine Mandel-Honig-Schnitte. Was Süßes am Morgen. Guten Morgen noch einmal. Ich bin nun schon aus Dinkelspiel heraus, durch Dürrwangen durch und bin nun auf dem Heimweg nach Nürnberg. Heute wieder mit Gegenwind. Gestern Nachmittag war ja in Dinkelspiel ein richtiger Sommertag. Temperaturen über 25 Grad. Da war es richtig, im Biergarten dann zu sitzen. In der Stadt selber geht dann auch kein Wind. Das ist halt, das heißt, es heizt sich auf. Ja, und nun genieße ich es, durch den kühlen Wald zu fahren am frühen Morgen. Das ist richtig schön und erholsam. Lüftchen geht. Schön.
An Driesdorf bin ich schon vorbei jetzt. Jetzt kommt Mergendorf, das heißt, es geht ratzfatz der Heimat zu. Hier eine schöne Platanenallee. Ja, trotz Gegenwind geht's in flotter Fahrt heimwärts. Mit dem 12 Uhr läuten bin ich doch in Mergendorf angekommen. Den Osterbrunnen habt ihr ja schon gesehen. Es ist auch immer gut, wenn auf dem Rathaus ein Storchennest sich befindet. Da ist für Nachwuchs im Dorf gesorgt. Aber weiter geht's Richtung Wolframs-Eschenbach. Mergendorf, Wolframs-Eschenbach liegt da nicht weit voneinander entfernt. Ich sehe schon den Kirchturm. Immer wieder treffe ich natürlich auch auf blühende Obstwiesen, Apfelbäume, Zwetschgen, alles was man sich denken kann, ist jetzt in voller Blüte. Na, das ist doch schön. Und wieder die Holperstrecke nach Rohe. Uns bleibt schon nichts erspart, gell? Da musst du heute gar nicht bremsen. Der Wind bremst dich aus. Es ist eine wahre Freude. Bis jetzt 55 Kilometer habe ich erst 370 Höhenmeter gefahren. Daran könnt ihr erkennen, dass das relativ
eben ist die Strecke nach Dinkelsbühl, beziehungsweise von Dinkelsbühl zurück nach Nürnberg. Hier noch einmal ein Blick zurück auf Deversdorf. Da ging es jetzt den ganzen Ort über oder durch den ganzen Ort bergauf. In Rohr bin ich schon mal steil bergauf, den ich sonst immer nur bergab war, die 12%. Ja, jetzt habe ich Deversdorf schon hinter mir. Jetzt kommt Rostal und dann bin ich schon zu Hause. Sehr schönes Wetter. Und wenn es dann so weit ist, dass man den Wasserturm von Weidersdorf sieht, dann kann es noch mal weit sein. Jetzt noch mal eine Straßenüberquerung am Wasserturm vorbei und dann geht's ab nach Lind. Dann bin ich schon zu Hause. Boah, herrlich. So Leute, wir trinken noch mal auf die gelungene Fahrt. Hinter mir seht ihr noch den Weidersdorfer Wasserturm von der anderen Seite. Es geht jetzt hier nur noch durch den Wald runter nach Lind und dann sieht man schon Zirndorf. Also möchte ich diese Gelegenheit nutzen und euch Dankeschön sagen, dass ihr dabei wart bei den 4 Tagen durch südlichste Franken. Ich war wahrscheinlich schon, weil ich ja im Landkreis Eichstätt war, mit Kipfenberg, war ich wahrscheinlich schon in Niederbayern, so ganz knapp. Aber dann sofort wieder Gunzenhausen, liegt ja schon wieder in Franken. Ja, also, wie gesagt, besten Dank, dass ihr dabei wart. Hoffentlich hat es euch gefallen, also mir war es richtig warm ums Herz. Also es war eine sehr schöne Tour. Ich bin froh, dass ich mich spontan dazu entschlossen habe. Heute sind es noch mal 75 Kilometer. Ich werde so 15 Uhr zu Hause sein. Um die 500 Höhenmeter sind es doch geworden. Jetzt nach Neuendettelsau ging es dann doch wieder etliche Berge rauf und Berge runter. Aber jetzt am 4. Tag merke ich schon, dass Kondition dazugekommen ist. Ja, ich komme schon wieder in Schmann. Also, ich trinke nochmal auf euch und sage Tschüss, Salü, Servus, Servusler aus Franken. Tschüss. Ah. Servus.